Wir haben ja gleich eine Entlassung. Meine Tasche ist geparkt und ich wollte meine Papiere abholen. Genau, dein Brief ist fertig. Kannst du mitgehen und das Zimmer direkt ja, machen? Ja, mach direkt. Das Bett, danke. Ich komm direkt mit, dann beziehe ich dein Bett schon mal ab, damit das sauber machen kann. Alles Gute, dankeschön. Hoppala, sorry. Was machst du da? Ich hab nichts gemacht. Was? Ich hab nichts genommen, ich wollte nur was gucken gerade. Zeig her! Ich hab doch nichts, ich hab's doch gerade gesagt. Ich hab's doch gesehen! Nein, ich hab nichts genommen. Beruhig doch schon ein bisschen jetzt. Was ist los? Nichts, sie war in meiner Tasche. Nein, ich hab nichts, es ist nichts los. Die hat mein Portemonnaie bestimmt geklaut. Hey, ich bin doch dein Portemonnaie nehmen. Zeig her! Was war das? Er hörte sich nicht nach dem Portemonnaie an. Mein Deo? Wieso klaust du mein Deo? Ich wollte das nicht nehmen. Ich bin total geschockt, dass meine Tochter versucht hat, das Deo zu klauen. Mir erschließt sich das gar nicht. Sie hat zu Hause in letzter Zeit auch so einen hohen Deo-Verbrauch. Aber ich bin noch völlig fassungslos. Ich bring das noch nicht in den Zusammenhang. Ich hab echt die Schnauze voll. Tschüss. Gute Besserung. Oh, was ist denn in ihrer Tasche? Was ist los? Ich wollte einfach nur, ich dachte, ich hätte da irgendwas verloren oder so. In der Tasche von deiner Bettnachbarin? Ja, nein, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Okay. Ich wollte ihr nicht. Was hast du am Arm? Das warum hältst du dies so? Sie hat gerade nur fest zu. Oh, Kathi! Okay, das sieht aber das sieht schon nicht ohne aus, ne? Was aber ist denn das? Aber ist sie ja nicht zu uns gekommen, ne? Was ist das? Ihr müsst nicht jetzt gewesen. Nicht so einen Aufstand machen deswegen. Zeig mir mal den anderen Arm. Was ist das? Da ist nichts. Okay, möchtest du einmal erklären, wo es herkommt? Das ist eine Verbrennung, ne? Nein, ich weiß nicht, wo das herkommt. Alter, sowas Großes passiert ja nicht einfach so. Schatz. Könnte das was mit diesem Deo zu tun haben? Ich habe in letzter Zeit nämlich ein paar Patienten in der Notaufnahme gehabt, die so Verbrennungen von. Echt? Das ist irgendwie so eine neue Mutprobe. Kathi war bei uns, weil sie am Tag zuvor ohnmächtig geworden war. Und zwar unklar, woher diese Synkope kam. Also hier muss ich schon sagen, dass ich direkt die Vermutung hatte, dass Kathi sich die Brandwunde selber zugefügt hat. Es war schon ziemlich komisch, dass sie gerade versucht hat, das Deo ihrer Bettnachbarin zu nehmen. Und dann eine Brandwunde am Arm hat. Ich habe das in letzter Zeit tatsächlich auch häufiger bei uns in der Notaufnahme gesehen, dass gerade sehr junge Patienten, also Jugendliche, das als Mutprobe benutzen, sich mit Deos selber zu verbrennen. Die 16-jährige Kathi war über Nacht zur Beobachtung in der Klinik, weil ihre Mutter sie am Vorabend bewusstlos zu Hause aufgefunden hat. Von der Brandwunde ihrer Tochter wussten die Eltern nichts. Keiner von ihnen kann sich erklären, warum die Schülerin die gefährliche Deo-Challenge angenommen hat. Schatz, was machen wir denn jetzt? Hat das auch damit zu tun, dass sie deswegen ohnmächtig geworden ist? Hat es irgendwie einen Zusammenhang? Oder? Naja, theoretisch kann es sein. Ne? Ihnen würde ich jetzt aber anbieten, da ja anscheinend auch ein Problem besteht, dass ich sie an unsere Familienhelfer weiterleite. Die kommen dann auch zu Ihnen nach Hause und gucken sich das Ganze an und sprechen mit Ihrer Tochter, sprechen mit Ihnen, gucken sich die Familienverhältnisse an, ob es da irgendwelche Probleme gibt oder in der Schule vielleicht Probleme gibt oder so. Okay? Ja, vielen Dank erstmal. Sie können gerne wieder zu Ihrer Tochter. Ja. Okay. Und dann gucken wir gleich, ich mache die Entlasspapiere auch schon mal fertig und so, aber wir gucken uns das gleich nochmal an, ja? Okay. Sie kommen dann wieder erstmal zu Bis später. Da die 16-Jährige ansonsten einen gesunden Eindruck gemacht hat, durfte sie nach Versorgung ihrer Brandwunde wieder nach Hause. Doch als 4 Tage später der Termin mit Familienhelfer Johannes Tondera ansteht, lässt Kathis Zustand Mutter Nicole erneut das Schlimmste befürchten. Kathi! Kathi, mein Gott! Kathi! Was ist denn los? Ist alles in Ordnung? Sei doch nicht so laut, Mann! Hast du wieder mit dem Deo gespielt? Nein, Mama, ich hab geschlafen. Es riecht hier aber so. Bitte zeig mir deine Arme. Das regt dich doch nicht immer so Riechst auf. Riechst du das denn nicht? Kathi? Es ist alles gut, ich hab nichts an meinem Arm. Ja. Was ist denn hier los? Ich hab geschlafen, verdammt. Ja, aber ich riech doch, dass hier was passiert ist. Kind, bitte. Schatz, du hast nicht geschlafen. Ich glaube, du warst ohnmächtig. Ich war doch nicht ohnmächtig. Was machst du denn mit dem ganzen Zeug? Ich glaube, ich schaff das mal alles hier raus, das Deo. Ich habe mich sehr erschrocken, als ich sie so in ihrem Bett vorgefunden habe. Als Mutter denkt man ja direkt das Schlimmste. Ich kann mir das auch nicht erklären, warum sie jetzt da halb ohnmächtig lag und das ganze Zimmer nach Deo roch. Ich bin wirklich erschrocken. Meine Tochter war, glaube ich, gerade ohnmächtig in ihrem Zimmer. Also ich wäre wirklich aber sehr jetzt beruhigt. Geht's ja, gut, ja, es geht ihr ruhig okay. gut. Es scheint jetzt wieder alles in Ordnung zu sein, aber ich glaube, sie nimmt an diesen Deo-Challenges teil. Dann würde ich sagen, wir gucken mal. Ne? Oder ich gehe mal eben und sie können mir dann ja mal zeigen, wo das ist. Ja, ich hätte nur noch eine ganz kleine Anmerkung. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber ich habe ja erwähnt, dass wir ein neues Haus bauen. Mhm. Meinen Sie, vielleicht könnte das damit zusammenhängen, die Probleme meiner Tochter, dass wir ziehen komplett neues Umfeld. Mhm. Sie wird neue Freunde haben, eine neue Schule.
Ist ein Gedanke, den ich auf jeden Fall nicht außer Acht lassen würde, weil natürlich ist es so, wenn sich in einem Bereich was massiv verändert, und das ist ja nun mal massiv, auch wenn es was Positives ist, gehen auch alle anderen Bereiche mit und dann wird sich das auch darauf auswirken. Also das behalte ich mal im Hinterkopf. Ne? Das ist lieb von Ihnen. Okay. Dann stelle ich Ihnen jetzt mal Kathi vor. Alles klar. Natürlich war auch mein Gedanke, und das hatte die Mutter ja auch schon vermutet, dass diese ganzen Veränderungen im Moment in Kathis Leben, und zwar beruflich und das mit dem Haus und so weiter, dazu führen, dass sie sich auch in ihrem Verhalten verändert. Ich habe ihr ein paar Fragen gestellt, ich habe mich mit ihr unterhalten, und was dabei rauskam, war natürlich interessant. Was willst du denn jetzt schon wieder? Kathi, Schatz, bitte. Wir haben Besuch. Hallo. Hallo. Hallo, Johannes von Lehrer. Kathi bist du, ne? Ja. Wenn ich Kathi sagen darf, dann darfst du auch Johannes sagen. Einverstanden? Ja. Ich mach mal Fenster. Ich setz mich mal, ne? Ja, klar. Also, ich habe ja mit deiner Mutter schon am Telefon gesprochen, ne? Und die macht sich natürlich Sorgen. Ich zeige da jetzt mal so auf deinen Arm, weil eine Geschichte ist ja jetzt auch im Krankenhaus geendet, ne? Und von daher würde ich sagen, darfst du ihr das gar nicht verübeln, dass sie mich angerufen hat, ne? Weil vielleicht würdest du es an ihrer Stelle genauso machen, ne? Aber was mir wichtig wäre, dass ich dich ein bisschen kennenlerne. Also ich glaube, du hast jetzt irgendwie die Schule beendet oder so, kann das sein? Ja, genau. Also ich mache jetzt ja auch eine Ausbildung zur Bürokauffrau und so. Kathi hat mir sehr begeistert von ihrer Ausbildung erzählt. Sie wird Kauffrau, früher Büromanagement, und hat schon alles geplant, hat sich schon Kleidung gekauft, die sie dann im Büro anziehen will und so. Also da ist sie ziemlich straight und sehr, sehr sortiert. Ich hatte den Eindruck, dass das jetzt nicht unbedingt das Problem sein kann. Hier, das habe ich mir neu gekauft für meinen ersten Tag im Büro sozusagen. Sehr schön. Mit der Hose noch. Ich mag rosa gerne. Cool. Also, Mama. Was hast du denn da? Ach so, ja, wir haben uns gerade ein bisschen unterhalten. Wir haben uns ein bisschen kennengelernt. Und mir wurde halt erzählt, dass das neue Outfit für den ersten Tag in der Ausbildung ist. Das finde ich richtig schön. Wie bitte? Ich muss dir doch nicht alles zeigen, was ich kaufe. Du redest gar nicht mehr richtig mit mir. Alter, Kathi. Kathi, jetzt bleib doch da. Nerv mich doch nicht immer so. Ach, Kathi, bitte. Rede doch mit mir. Wir haben uns wirklich sehr nett unterhalten in dem Zimmer, und es war schon, ich würde sagen, schon eine sehr, sehr harmonische Stimmung. Als die Mutter dann reinkam, da war klar festzustellen, dass sie gar nicht so viel Information hatte, was diese Ausbildung angeht. Ich habe dann ein bisschen was erzählt über die Kleidung. Da kippte die Situation völlig, und das war sehr überraschend. Ich habe jetzt mal eine Idee. Vielleicht müssen wir uns ja gar nicht unterhalten, sondern können wir was zusammen machen. Ich sehe hier gerade, dass Sie hier eine Spielesammlung liegen haben. Darf ich mir die mal ausleihen? Natürlich dürfen Sie das. Okay. Ich hoffe, dass das da drin ist, was ich vermute. Und zwar, ah ja, die brauche ich einmal. Setzt euch doch. Okay. Hallo. Hallo, Schatz. Hi, wir sind hier. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, Tondela. Oh, Entschuldigung, die Verspätung. Komm, setz dich zu uns. Hallo, ihr zwei. Ja. Oh, im Stress, wir sind gerade am Haus bauen, und ja, es macht sich halt nicht von alleine. Das kann ich mir richtig vorstellen. Also da möchte ich, so schön das ja auch ist, ein Haus zu haben, ne? Aber wenn ich das alles renovieren müsste oder bauen müsste. Ja, wenn man vieles alleine machen muss, und dann ist also es ich könnte so, nicht. Dass man wenig also, Zeit. Ich sag mal, Hut ab vor der Leistung. Ne? Wir waren gerade mitten im Gespräch, und zwar, da geht es nämlich auch um Baustellen. Und ich habe gesagt, dass die Kathi ja auch einige Baustellen hat, zum Beispiel einen neuen Ausbildungsplatz. Das mit dem Hausbau, auch wenn das alles was Positives ist, ist das ja trotzdem emotional besetzt, und man ist ja aufgeregt. Ne? Und dann natürlich Vater und Mutter, damit hat man in dem Alter immer was zu tun. Ne? Und ich habe mir mal diese Stäbchen hier ausgeliehen. Damit will Johannes Tondera herausfinden, was Kathi derzeit am meisten belastet. Das Ergebnis überrascht nicht nur den Sozialarbeiter. Wenn einem vor einem etwas steht, wie zum Beispiel der neue Ausbildungsplatz, und man weiß noch gar nicht, was los ist, ne? Man weiß nicht, was man da anziehen soll, und man weiß nicht, was da für Leute auf einen zukommen, ob die Kollegen nett sind, ob man die Arbeit schafft, ob man das zeitlich auch hinkriegt, ob einen das nicht überfordert und so, dann sieht es im Kopf so aus. Dann ist alles durcheinander. Ne? Ja. Wenn man aber jetzt sagt, ich habe das alles im Griff, und ich habe ja schon, ich weiß, was ich da machen muss, und ich weiß, wann ich da ankommen muss, was ich da anziehe, dann ist das Ganze natürlich viel geordneter und würde dann beispielsweise so aussehen. Also eine schöne, ordentliche Reihe. Ne? Mhm. Und ich würde dich einfach bitten, dass du dir zu jedem Punkt Beruf, Haus, Vater, Mutter einmal kurz Gedanken machst und überlegst, ist das geordnet? Oder ist es doch eher so ein Haufen, den ich noch nicht so überblicken kann? Jetzt für alle einzeln. Für alle einzeln. Ja, okay.
Okay, möchtest du mir das einmal erklären kurz? Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich habe da kein Problem mit. Es ist auch ein bisschen unnötig, dass ihr jetzt hier ihn Nein, Schatz, extra hergeholt ist das habt nicht. Heute. Wir müssen rausfinden, was los ist. Du hast ja die Verletzung am Arm, du warst im Krankenhaus. Das war eine Geschichte mit dem Deo. Und die Vermutung steht im Raum, ob es so eine Deo-Challenge gewesen ist. Ich wollte das auch gar nicht machen. Ich habe das einmal gemacht und es hat aber auch so krass wehgetan, dass ich es jetzt auch auf keinen Fall wieder machen will. Kathi hat erzählt, dass sie tatsächlich das einmal ausprobiert hat mit diesem Sprühen an den Arm und so und dass das auch in der Klasse gemacht wurde, dass das andere auch machen. Sie sagte aber, und das glaube ich ihr auch, dass sie es tatsächlich nur einmal gemacht hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum hat die denn trotzdem dann so viel Deo? Das ist auch gar kein großes Ding. Das ist einfach gerade in meiner Schule. Das haben total viele von meinen Freunden gemacht. Das. Aber was denn jetzt genau? Also man hat dann halt so eine Tüte und dann sprüht man das Deo rein und dann atmet man was ein. Und das benebelt einen dann so ein bisschen. Aber das ist irgendwie gar nicht schlimm. Also danach ist cool, dann fühle ich mich so ein bisschen high halt und so. Ihr müsst euch jetzt auch nicht so Sorgen machen deswegen. Aber das ist schon, also du sagst das einfach so, da muss man sich keine Sorgen machen. Das aber machen alle meine Freunde. Ja, das hat ja damit nichts zu tun. Dass Sie und Ihre Mitschüler in der Klasse Deo schnüffeln in Tüten, da halte ich überhaupt nichts von. Das hört sich vielleicht harmlos an, aber das kann natürlich der Einstieg zu ganz anderen Sachen sein. Und in der Tüte und in der Nase hat Deo nichts zu suchen. Also wenn ich höre, wir schnüffeln Deo und dann sind wir ein bisschen high, also da würde ich mir schon Sorgen machen. Kannst du von deinen Eltern nicht erwarten, dass sie sich keine Sorgen machen? Na? Ja, Kathi, ist doch normal, dass wir uns Sorgen machen. Wisst ihr was? Seht ihr euch eigentlich? Ihr seid doch falsch, wie ihr jetzt denn? Hier was so rumkuscheln und so. Ja, was ist denn los? Was ist denn los? Daran falsch? Die ganze Zeit hier tut ihr jetzt schon so, als wären wir irgendwie eine heile Familie oder als wäre alles in Ordnung. Aber das sind wir doch. Kathi, natürlich sind wir das. Ich dachte irgendwie, ihr trennt euch jetzt, Kathi. Oder Quatsch. Deswegen baue ich ein Haus, weil wir uns trennen wollen. Ist doch völliger Quatsch. Seid ihr bescheuert? Sobald der Familienhelfer hier wieder weg ist, schreit ihr rum und streitet und... Aber das hat doch damit nichts zu tun. Also, du musst doch keine Angst haben. Wir müssen also, einmal ganz sie kurz... Sie hat recht, wir streiten uns. Aber wirklich, kein Grund zur Sorge. Das ist nur der Stress, der Hausbau. Mein Mann möchte gerne selber viel am Haus machen und ist die ganze Zeit unterwegs. Und wir haben extra einmal gestritten, wenn Kathi im Bett war. Wir haben gedacht, sie ja, läuft... Ja, die Tür ist zu, man, sie hört es nichts, sie schläft. Schatz, und dann kriegt sie nicht wirklich viel davon mit. Ich habe extra im Internet gelesen, aber die haben halt alle geschrieben, dass ich euch auch nicht darauf ansprechen aber kann, weil ihr das selber erklären müsst. Die Eltern haben es sicherlich gut gemeint und haben sich vor Kathi nicht gestritten, haben sich sehr harmonisch gezeigt vor ihrem Kind. Das ist mit Sicherheit gut gemeint, aber nicht immer gut gemacht, denn man sollte auch ein älteres Mädchen, sie ist bald im Berufsleben und so weiter, auch durchaus zutrauen können, dass sie auch mit Konflikten umgehen kann. Transparenz ist da eigentlich das Gebot der Stunde. Du musst dir gar keine Sorgen machen, versprochen. Ich merke, Sie haben viel zu besprechen noch, aber für mich ist dann heute erstmal hier der Fall erledigt sozusagen und ich würde aber auch noch mal darauf hinweisen, dass du das mit dem Deo nicht mehr machst, ne? Weil das ist ja das eigentliche Thema gewesen. Das schließen wir jetzt erstmal weg. Kathi hat gelernt, dass Deo-Schnüffeln der falsche Weg war, um dem heuchlerischen Verhalten ihrer Eltern zu entfliehen. Vor allem bedauert die 16-Jährige, sich im Rausch die Kälteverbrennung zugefügt zu haben. Glücklicherweise ist die Brandwunde gut verheilt und Mutter Nicole und Vater Mike sprechen ihre Probleme inzwischen offen an.